Hallöchen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Episode von Ymir Football, neue Aufnahmesession. Und ich habe gehört, dass es in der letzten Folge wohl sehr still war und vielleicht komische Sachen gemacht habe. Eventuell war ich dann einfach zu sehr beschäftigt damit, Leute zu rekrutieren für Formel 1. Aber ich hoffe mal, dass es heutzutage nicht ganz so schlimm sein wird. Sorry dafür auf jeden Fall. War nicht extra gemeint. Vielleicht auch, war ich an dem Tag einfach nicht ganz so motiviert. Das kann auch sein. Aber ich gebe mein Bestes, euch heute zu motivieren. Ja, was geht? So, genug Motivation. Wir haben ein Autospiel in Bremen. Nee, das geht nicht, Nico. Meine zweite Mannschaft ist sogar schon Meister geworden in der dritten Liga, deswegen. The Faust oder Uncharted? Also sagt man so, ich liebe Uncharted, habe alle Teile durchgezockt, alles was es gab. Auch dieses Left Behind hieß das, glaube ich, ne? Habe ich auch durchgezockt. Aber da wollte ich Mokele nicht verkaufen. The Faust habe ich auch ein bisschen gezockt. Sagen wir mal The Faust. So. Oder du hast die Geschichte von Uncharted noch nie durchgezockt, dann würde ich sagen Uncharted. Weil The Faust kannst du auch so immer spielen. Boah, The Faust im Koop mit jemandem. Hätte ich so Bock drauf, ne? Mit jemand anderen, der es auch streamt. Hätte ich Bock drauf. Aber ja, Nico wäre schon witzig, wenn das funktionieren würde, ne? Aber nee, ist hier nicht möglich. 125 Millionen Euro. Also doch, TV ist okay. Ja, wenn ein Horror-Game, dann nachts. Wobei, ich finde eigentlich, TV ist nicht unbedingt so ein Horror-Game. Findest du wirklich? Ja, ist doch super, Liebchen. 32 Millionen. Gutes Angebot, aber... soll ich interessiert sein? Oder soll ich mir denken, nein? Nee, komm... Wirklich, Kohle brauchen wir einfach nicht. Das ist ja das Gute. Skon. Unsere Zuschauer werden nicht abgegeben. Ah, übrigens, Bübchen, du bist bei uns, glaube ich, der schlechteste Jungspieler, den wir jemals hatten. Du hattest am Anfang eine Stärke von 4,5 und wirst immer schlechter. 3,5, 2,5, 1,5. Jetzt bist du, glaube ich, bei 0,5. Also fast bei 0 angelangt. Ich glaube, du bist wirklich hier bei Via Football der allerschlechteste Spieler, den es gibt. Was auch eine Leistung ist, ne? Sagen wir es mal so. Machen wir mal. So, nimmt die Zweikämpfe an. Und wie gesagt, ich lasse Haaland spielen, weil ich das Gefühl habe, dass es hier wirklich nicht ganz so wichtig ist, ob ein Spieler viel Fitness hat oder nicht. 1-0, Dani Olmo, sehr gut. Klar, ich kann den gleich mal raus tun. Erling Haaland 2-0. Spider-Man. Wer ist denn dieses Miles Morales oder wie man den ausspricht? Auch so eins des Spiels, was ich gerne hätte. Den Sancho. Meinst du mit Boba Fett, dem Jugendspieler? Ich habe keine Ahnung. Gibt halt anscheinend die Jugendspieler, die einfach sehr wenig Talent haben und deswegen jo, schlecht sind. Nichts gegen dich, Bübchen. I love you, das weißt du. So, 3-0 gewonnen. Sehr souverän. Das ist doch ganz... Und falls ihr jetzt hier schreiben solltet, bitte macht doch Spielszenen rein, kann ich das gerne machen, aber ich nehme jetzt gerade 3-4 Folgen voraus auf, also nicht wundern, wenn es jetzt vielleicht 3-4 Folgen keine Spielszenen gibt. Mir macht es gerade auch so Spaß, muss ich sagen, weil dann es noch schneller vorangeht. Und es ist halt ein bisschen anders als jetzt dann der Football-Manager, aber klar, wenn ihr sagt, ihr möchtet, dann mache ich das. Och nee, Büroauslastung.
Wann ist der Zustand erreicht, dass sie das nicht mehr ausbauen? Nein, wo macht man das nochmal? Hier war das, ne? Genau. Büroetage. Etage. Also egal, was du jetzt zocken solltest, Bübchen, ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt ist es wieder gut. Ne, es gab ja immer Spielszenen, diese, die du davor auch gesehen hast. Wo du gesehen hast, wie jemand den Ball hin und her gespielt hat oder einfach nur der Name, der sich bewegt hat. Das meinte ich. Ach, gegen Tuss haltet am See, hätte ich Bock drauf. Alles gut, Bübchen. Viel Spaß auf jeden Fall, ne? Solltest du doch der Forest spielen, nicht erschrecken, mein guter Eier. Und wenn doch, dann werde ich die Ureinwohner da zerschlagen, wenn es sein muss. Lasst mein Bübchen in Ruhe. Kovian, 8 Tage in der Reizung, ist in Ordnung. Fitness ist gestiegen. Das ist gut. Luca von Anfang an, ja, da kommt er komplett hier durchrotiert, ne? Wie immer halt. Außer Erling, der kann direkt von Anfang an spielen. Und später kann ja gerne Yusufa rein. Könnte ich machen, stimmt. Ich schaue mir mal gleich an, ob mal gleich in Ruhe an, ob es hier jemanden gibt. So, 5-0, kein Verletzter. Jonathan Rabe 10,3. Nicht schlecht, Herr Specht. Für dich kann ich jemanden holen. Zumindest in die zweite Mannschaft. Du musst doch nicht weinen. Nationalität. Republik Nordmazedonien. Nehmen wir zumindest einen jungen Spieler. Einen Moment, ich gucke mir ja mal an, wo könnten wir eventuell jemanden gebrauchen? Vielleicht gibt es ja zufälligerweise einen Stürmer. Nein. Hängende Spitze. Da. Nicht sehr gut. Mirko Timowski. Herr Timowski, Sie kommen jetzt zu mir, habe ich jetzt entschieden. Sie kommen in die zweite Mannschaft. So einfach geht das. Aber ich finde cool, du machst in Nordmazedonien, da werden viele Albaner angezeigt, wahrscheinlich wegen der zweiten Nationalität. So, kriegst du natürlich einen 6-Jahres-Vertrag. So, Nico, wir haben jetzt Mirko Timowski für dich gekauft. Hey! Seht ihr, ich gehe auf die Wünsche der Zuschauer ein. Wenn ihr jetzt sagt, verpflichte einen Bären. Ich versuch's zumindest. Oh, wir haben
0 Uhr. Geisterstunde. Ich glaube, wenn ein Geist machen würde. Naja. Ob er ein Weltklasse-Spieler wird, glaube ich zwar nicht ganz, ne? Aber eventuell. Ah, der kommt erst im Winter, okay. Komm, ich weine mal mit. Aber der muss trotzdem noch. Er wird es schwer haben zu spielen bei uns, aber who knows. So, kein Experiment in der Abwehr. Na, der wird zu teuer. Und wir haben bessere Spieler. Zu alt wäre der auch schon. 2-0, sehr gut. Mukoko. Kalle wird für Napoli. Und erstmal abwarten. Aber wir können sogar mal auf dem Mittel machen, ne? Noch ein bisschen langsamer. Bin sehr gespannt auf Jonathan Rabe. Ist klar, wenn der hochkant in die Profimannschaft kommt, er auch direkt wirklich in die erste Mannschaft. So gut wie der geworden ist, ist das natürlich klar. Okay, rote Karte, das ist ungünstig. Aber haben die jetzt einfach diesen Bug gefixt, dass die Fitness nicht mehr steigt und jetzt steigt die langsam oder? Einfach nur Zufall. Oh, die Mitgliederzustimmung ist mir zu niedrig. Ich muss auf jeden Fall höher. Ja. Ja, mit 12 ist schon mal ganz gut. Kriegt einen langfristigen Vertrag. Jugendtrainer muss immer gut sein. Anscheinend braucht man halt wirklich einen starken Jugendtrainer und dann gute Einrichtung und dann kriegt man auch gute Spieler. Und nicht nur das, die werden auch stärker. Ja, Nico, aber der ist 14 Jahre. Solange der nicht zumindest in die A-Jugend reingetan wird, kann ich ihn sowieso nicht hochholen. Ich müsste aber also wahrscheinlich noch 2-3 Saisons warten. So, jetzt fangen wir mal die Champions League Saison an. Bitte, dass wir nicht wieder sowas haben wie letztes Mal. Wo wir letzter wurden in der Gruppenphase. Wolverhampton, Lazio Rom und Ferencváros. Es fängt schon mal scheiße an. Oh. Das muss hoch. Es ist doch nicht zu fassen, ne? Mann. Männer. Es ist wie mit Omelets und Eiern. Ohne Eier gibt's keine Omelets. Es hängt nur von der Qualität der Eier ab. Hm? Im Supermarkt gibt's Eier der Klasse 2 und der Klasse 3. Einige sind richtig teuer. Und so kann man auch nichts hören. Und einige lassen dich bessere Omelets machen. Und wenn du gar keine Eier der ersten Klasse bekommst, dann hast du als Trainer ein Problem. Hat hier eigentlich mal einer auf den Tacho geguckt? Wir sitzen hier schon seit 20 Jahren. Leider höre ich nicht, was er sagt, aber hat es schon mal ganz gut angehört. Egal mit was für Eiern, mach die lang! Mach die lang, habe ich verstanden. Das ist schon mal richtig. Die sollen immer sowas von lang machen. 1-2, Jude Bellingham, sehr gut. Komm, komm schon. 2-2, Dani Olmo. Hä? Ich kann nicht so schnell reagieren, Leute. Paar Sekunden. Okay, wir starten wieder mit einer Niederlage. Aber wieder die Chance nicht reinmachen. Lazio hat 3 Schüsse, macht 4 Tore. Und ich glaube kein Eigentor. Das ist natürlich wieder super.
obwohl ich Geschwindigkeit auf Mittel hatte. Tor. Matt? Beruhigt euch. Also in der Jugendmannschaft ist das so, die sind automatisch in der U17. Wenn die ein bestimmtes Alter erreichen, kommen die automatisch in die U19. Solange die in der U17 sind, kannst du nichts mit denen machen, erst wenn die in der U19 sind. Und wenn du die einmal hochholst, kannst du sie auch nicht mehr zurück in der Jugendmannschaft tun. Wenn du die hochholst, sind die automatisch in der ersten Mannschaft und dann kannst du halt immer verschieben zwischen erste, zweite Mannschaft, zweite, erste, zweite, das geht. Ja, den braucht Pause. Yusufa, sehr gut. Und Yusufa nochmal. Ja, hier läuft's, wie immer. Irgendwie, die hören die Champions League-Hymne und kriegen. Achtung, Wortspiel mit einem Fußballer, die kriegen einen Schlotterbeck. Nordi Mukiel nochmal mit einem 4-1. Und nun Berlin Zweiter. So, meine Lieben, Samu 7. Okay. Cooler Name auf jeden Fall. Meine lieben YouTube-Zuschauer, wir sehen uns dann morgen wieder, übermorgen wieder um 12 Uhr, wie immer. Macht's gut.